Seid gegrüßt und somit herzlich willkommen bei MechGames. Und wie immer in der Kanalinfo findet ihr meinen Zweitkanal, wo es überwiegend Card-Game-Content vorzufinden ist. Aktuell zocke ich da Magic Duels Origins mit einem guten Kollegen zusammen. Ihr könnt da gerne mal vorbeischauen. Und heute habe ich die Möglichkeit, mit Kat Baran gemeinsam ein paar Plays gemeinsam zu zocken. Ich hoffe, ich habe den Namen jetzt gerade richtig ausgesprochen. Falls nicht, sorry. Kate, Kat, ich würde sagen eher Kat. Ich kann euch jetzt aktuell nicht sagen, ob ich mit ihr heute gemeinsam über TS reden werde. Falls sie es anbietet, dann sehr gerne. Wer jetzt nicht weiß, wer sie ist, kann auch hier gerne in der Beschreibung und angepinnt im Kommentarfeld gerne mal reinschauen, etwas Werbung für sie machen, weil ich habe den blonden Engel hier mal mitverlinkt und ich merke das schon, das kann sich hier nur um Stunden handeln. Das dauert und dauert und dauert, aber okay, dann werde ich hier jetzt einfach mal einen Schnitt machen und dann sehen wir uns gleich und dann versuchen wir mal heute tolle Plays darzulegen. Vielleicht kann ich auch hier über Voice mit ihr reden. Mal schauen. Ich mache das halt sehr spontan. So. So, das hat jetzt ohne Witz 40 Minuten gedauert. Im Bauchgefühl her hätte ich da mindestens 2 Plays jetzt in der Zeit machen können. Ich weiß nicht, was sie in der ganzen Zeit gemacht hat, weil mir hat sie privat geschrieben, dass sie jetzt noch auf 4 Leute wartet und danach mich sofort einladen wird in die Gruppe. Und in der Zeit sind wirklich 40 Minuten vergangen. Ich habe jetzt die ganze Zeit hier Kaffee getrunken, habe gechillt, habe mir das angeschaut, bis sie mir zurückschreibt. Habe selber nicht auf die Uhr geguckt und dann sehe ich so gefühlte 40 Minuten sind schon rum, ne? Und keine Ahnung, wie das bei ihrem Stream so ausschaut, ob sie da kurz offline gegangen ist oder nicht oder ob sie weitergezockt hat. Ich werde das später eh mal mir ein bisschen anschauen. Deswegen, Ende des Videos gibt es hier noch ein Fazit-Video. Und so gesehen kann sein, dass sie jetzt aber auch offline war und AFK gewesen ist. Und deswegen habe ich jetzt hier 40 Minuten umsonst gewartet, weil sie selber vielleicht nicht gewusst hat, wie lange das dauert, bis da ihre 4 Leute da mit dabei sind. Ich sehe hier auch, dass es mittlerweile mehr als 4 sind. Aber jetzt denke ich, wird es auf jeden Fall gleich losgehen und kann ja jetzt nicht mehr so lange dauern. Aber jetzt sind schon wirklich 40 Minuten vergangen. Habe ich mir ein bisschen anders vorgestellt, weil als wir miteinander geschrieben haben, da hat sie gesagt, ja, okay, ich lade dich gerne ein, muss mich nur anschreiben, habe ich ja gemacht und getan. Und ist jetzt auch nicht böse gemeint, aber 40 Minuten gewartet, schon ein bisschen, schon eine lange Zeit. Ich meine, kommunikationsmäßig hätte man ja auch schreiben können, wie lange es dauert. Ich habe da jetzt zwar nicht gefragt sofort, aber im Nachhinein habe ich dann gefragt, wie lange das dauern wird. Und ich denke, Kommunikation ist hier das magische Wort. Also es ist schon wichtig, dass man sich irgendwie untereinander austauscht, ne? Ich habe sie jetzt in meiner Freundesliste drinne und wenn es dazu kommt, also ich muss ja jetzt nicht jeden Tag mit ihr gemeinsam zocken. Und es kommt halt, wie es kommt. Aber ich zocke gerne mit ihr eine Partie zusammen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt als guter Mech-Pilot durchgehe. Ich weiß nicht, was mich jetzt hier genau erwarten wird. Ich meine, ich kenne es bereits schon, weil ich in einer anderen Gruppe mal aktiv mitgemacht habe. Und wenn da jetzt die Leute eingeladen werden, dann wird man meist gegen andere Leute antreten, die ebenfalls Leute in der Gruppe eingeladen haben. Dann wird man nicht mehr gegen Spieler antreten, die random in einer Gruppe drin sind. Deswegen, damit es wieder ausbalanciert ist, Fair Play halt, ne? Weil sonst können die sich besser absprechen. Obwohl hier auch so eine Funktion mit eingebaut ist, dass man miteinander reden kann. Aber ich weiß, wie das ist. Ich habe das schon gemerkt bei der anderen Gruppe, wo ich aufgenommen wurde, zumindest als Gast, dass wenn man zusammenspielt und dann Leute einladet, dass das schon etwas schwieriger ist. Und es kann durchaus sein, dass die Plays hier nicht so einfach mir fallen werden, als wenn ich jetzt Quick Plays random alleine solo mache. Es reicht schon vollkommen aus, wenn ich nur eine Person einlade und mit dieser Person dann zusammen zocken möchte. Dann kann das endlos lange dauern, bis das hier mal über die Bühne geht, weil
als wir vor kurzem gewartet haben, wurde abgebrochen, weil es zu lange gedauert hat. Und dann daraufhin hat sie dann halt geschrieben und gemeint, dass sie jetzt erstmal wartet, bis die vier Leute mit dazukommen, weil es dann etwas schneller geht und dass man dann auch schneller gegen andere antreten kann. Mal schauen, wie das heute wird. Ich weiß auch jetzt gerade gar nicht, wie das hier so ausschaut mit dem Ping. Das werde ich mir aber später etwas genauer anschauen. Und ja, dann mache ich jetzt hier auch erstmal kurz einen Schnitt, dass es hier nicht zu lange geht mit dem, was ich hier so sage, weil ich weiß jetzt nicht, wie lange das hier laden wird. Und ich will euch jetzt hier nicht weitere 10 Minuten voll labern, wenn das hier etwas länger braucht. Reactor online. So, jetzt geht's auch endlich mal los. Dann würde ich Sensors sagen, Let's online. Dance und dann noch etwas Werbung für Weapons meinen Kanal online. machen. Ich muss hier an der Stelle All schon systems sagen, online. dass ich hier im Hintergrund am Rendern bin. Your Deswegen task is to wipe wird mein away Ping all auch hostiles. deswegen Ensure you're sehr hoch here. sein können. Also ich kann es mir gut vorstellen. Ist von meiner Seite aus nicht gut geplant, weil ich mit ihr heute zusammen zocken möchte. Nebenbei aber auch noch ein Video hochlade auf meinen Zweitkanal, weil ich da mit meinen Kollegen zusammen am Zocken bin. Und zwar Magic Duels Origins und könnt ihr euch gerne anschauen. Und ist halt alles jetzt nicht so toll, weil ich kann es nicht verkleinern. Abbrechen lohnt sich nicht. Und ich werde es hier heute mit Gegnern zu tun haben, die sehr stark sind, weil ich halt in einer Gruppe eingeladen wurde. Also gefühlt bei den Quick Plays, jeder Zweite ist nicht so stark wie hier. Also hier hat man es schon mit stärkeren Gegnern zu tun. Und mal schauen, wie ich hier abschneide. Aber mein Mech hat keine 91 Skillpunkte, deswegen. Und ja, mein Mech ist pink. Der wurde verunstaltet von meiner guten Freundin. Ich hoffe, das hört sie nicht, sonst kriege ich einen noch auf den Deckel. Aber ja, ich werde ihn euch irgendwann mal genauer zeigen können. Und so gesehen ein kleines Andenken dafür, dass sie meinen Mech so schön gemacht hat. ja, ist natürlich auch mit grünen Deckels beklebt. Und das ist nicht der einzige Mech, der in Pink ist. Ja, was soll's. Sind ja jetzt nicht zu viele Mechs. Also wenn jetzt jeder gefühlte Mech pink ist, dann hätte ich ein Problem. Aber wenn sie jetzt mal hier an meinem Rechner am Socken ist, dann benutzt sie gerne diese Mechs. Ist wie gesagt nur eine gute Freundin von mir, aber sie mag es, meine Mechs zu designen. Gut, wo war ich stehen geblieben? Genau, dass jetzt die Mechs, die ich jetzt hier benutze, auch hier Madcat, keine 91 Skillpunkte haben. Ich habe einen hohen Ping, ich bin hier am Rendern. Ich habe schon gehört, dass das Synchron heute nicht so läuft. Das hatten wir schon davor gehabt, als sie nur mich jetzt eingeladen hat und wir wollten dann loslegen und dann ging es aber nicht voran und dann hat sie es abgebrochen. Und hat dann geschrieben, wegen ihren vier Freunden wartet sie da erstmal und dann auch nochmal 40 Minuten, gefühlte 40 Minuten gewartet. Also ich bin jetzt froh, dass es jetzt hier losgeht und ich merke jetzt schon, weil die Gegner so stark sind, werden wir wahrscheinlich hier das erste Match wahrscheinlich nicht gewinnen. Ich würde mich freuen, wenn wir es gewinnen. Aber diese Pechsträhne, ich kenne das. Ich kenne das von Anhieb, von Anfang an. Wenn diese erstmal anfängt, dann wirst du diese auch nicht mehr los. Ja? Gut. Und ich weiß jetzt nicht, wie das hier mit dem Damage so ausschaut. Es kann durchaus sein, dass ich keinen hohen Damage ausfahre. Ich bin auch andere Mechs eher gewohnt als jetzt die Mad Cat. Deswegen, wenn ich jetzt nicht mit einem Mech spiele, der 91 Skillpunkte hat und mit denen ich jetzt nicht so viele Plays hinter mir habe, kann es durchaus sein, dass ich viel, viel schlechter abschneide, weil ich auf vieles auch nicht so achte. Ich bin auch kein Pro-Spieler. Ich sehe mich immer noch als Anfänger an. Und ich merke das auch immer, wenn ich mit den anderen, also ich bin da noch mit einer anderen Gruppe unterwegs, auch schon lange nicht mehr da gewesen im TS, aber wenn ich da bei dem im TS bin, weil sie ja bei den Nova Cats sind, merke ich schon, wie professionell sie vorgehen und sie sind sehr offensiv und ich bin eher so der defensive Spieler, aber ich mag es und liebe es, offensiv zu spielen, nur kommt das dann wirklich auf den Mech an. Ich weiß, mit der Mad Cat kann man sehr offensiv spielen, aber ich versuche jetzt erstmal aus der Distanz irgendwie was zu reißen. Ich merke das aber gerade, dass das hier ziemlich schlecht läuft. Also ich glaube, so von der Karte her, wenn ich da mal einen kurzen Blick drauf werfe, werden wir hier gerade überrannt. Das können wir nicht gewinnen. Das ist diese sogenannte Pechsträhne, von der ich erzählt habe. Und New target acquired.
ich glaube, sie ist auch nicht mehr da, deswegen kann ich sie jetzt irgendwie nicht retten. Ich wollte in ihrer Nähe bleiben. So viel zum Thema Ritterlichkeit. Also ich bin nicht gut geeignet als Beschützer oder als Ritter, weil ich habe mir so überlegt, ja, wenn ich jetzt mit ihr zusammenzocke, dann mache ich einen auf Ritter und werde in ihrer Nähe bleiben und sie natürlich beschützen von den bösen Jungs hier. Stattdessen kriege ich hier voll aufs Leder oder voll auf die Fresse. Also ich bekomme hier aufs Maul von dem Atlas und natürlich da hinten die Unterstützung. Aber wie gesagt, wir werden hier überrannt, da kann man nicht viel machen. Und ich versuche mich immer gerne rauszureden, weil ich bin nicht dran schuld. Aber immerhin, ich habe ein Damage von 105 ausgefahren. Es hätte schlechter sein können. Ja, gut, wie gesagt, ich wäre froh, wenn wir das hier gewinnen können, aber die Wahrscheinlichkeit ist nicht gerade hoch. Also auch jetzt hier vom Feeling her merke ich schon, dass ich hier eingeschränkt bin. Aber der Ping ist jetzt hier komischerweise nicht hoch, aber vom Rendern her fühlt sich das dann trotzdem nicht so toll an. Also wenn ich hier im Hintergrund am Rendern bin, ich bin davon ausgegangen, dass der Ping hochgeht. Anscheinend war das jetzt hier nicht der Fall, aber trotzdem, wenn ich so links nach rechts schwenke, war es extrem langsam halt, ne? Gut, das war jetzt mega kacke gewesen, aber wir haben alle irgendwie heute nichts gerissen, deswegen jetzt nicht so schlimm. Sie hat jetzt 106 an Damage gemacht, ich 105. Schauen wir mal, wie das nächste Play wird. Dann bis gleich. So, Final Round 2. Mal schauen, ob wir hier jetzt was reißen können. Und ja, wie gesagt, ich kann hier mehrere Punkte aufzählen, wenn es jetzt nicht so gut läuft. Zumindest habe ich ja auch schon gerade erwähnt, woran es liegen könnte. Jetzt habe ich einen Ping von 130. Und ja, mein Dings, hier, das Video, was ich hier im Hintergrund am Rendern bin, ist auch nicht fertig. Ja, das ist extrem langsam. Merkt ihr es? Könnt ihr es sehen? Das ist nicht flüssig, das ist jetzt noch schlimmer und ist halt nicht so toll, ne? Weil dann weiß ich nicht, wo ich gerade hingucke, weil wenn sowas passiert, deswegen, ich bin nur auf diesen europäischen Server unterwegs, auf die anderen zwei Server gehe ich gar nicht. Ich weiß nicht, welcher Server da ausgewählt wurde, aber sie hat ja ihre Freunde, die jetzt mehr Englisch können und da kann es sein, dass die den europäischen Server nicht bevorzugen, weil sie dann wahrscheinlich selber Ping-Probleme haben. Und dann ist das so eine Sache. Kommunikation läuft ja jetzt momentan gar nicht, weil wir jetzt gerade nicht aktuell schreiben. Über Voice höre ich sie nicht. Es kann sein, dass sie im TS ist. Also mir wurde es jetzt nicht angeboten, ob ich über den TS mit reinkomme, aber dann wird es wahrscheinlich überwiegend Englisch geben. Also wird Englisch geredet oder so. Und wie gesagt, bei der anderen Stammgruppe, wo ich als Gast hin und wieder mal da bin, da wird ja überwiegend Deutsch geredet und dann weiß ich auch, was ich genau machen soll oder was ich falsch mache, wo meine Fehler sind. Im Großen und Ganzen spielen die da ja auch nur just for fun, also die spielen nicht danach, wie gut jemand ist, sondern sind da wirklich locker drauf, so wie ich. Ich bin auch sehr locker drauf, rege mich wirklich selten auf, also es kommt wirklich sehr, sehr selten vor. Und ja, ich hoffe, dass ich hier mit dem Artillerie-Mech jetzt etwas bessere Karten habe, weil ich habe mir so überlegt, okay, das sind jetzt sehr, sehr starke Gegner und vielleicht kann ich im Fernkampf besser punkten als jetzt im Nahkampf und dann kann ich wahrscheinlich nicht so viel falsch machen, außer ich treffe jetzt irgendwie Verbündete oder so. Ich hoffe mal, dass das nicht passiert. Ich würde ja gerne hier mal einen Kill abstauben. Ich weiß auch, zu welcher Prozentzahl ich hier eigentlich abfeuern sollte, um einen Kill zu bekommen. Aber als Artillerie-Mech ist es auch schon okay, wenn ich hier einfach nur supporte. Weil je nachdem, was für Mech ich nehme, habe ich ja auch eine bestimmte Aufgabenrolle, die ich jetzt übernehmen kann. Es gibt ja jetzt nicht nur die Offensive, die komplett offensive Variante, wo man immer nur darauf aus ist, Kills zu bekommen und zu machen, sondern auch die Support-Rolle sollte nicht außer Acht gelassen werden, weil damit macht man ja auch seine Aufgaben. Also damit kann man, wenn man möchte, das machen, was, ja, jetzt bin ich gerade aus dem Konzept gekommen. Da kann man auf jeden Fall, Moment,
okay. Ich dachte schon. Ich ziehe das jetzt aber hier trotzdem durch. Das ziehe ich hier auf jeden Fall durch. Also passt auf, ich habe jetzt Folgendes hier mir überlegt, folgende Situation, die sind jetzt da hinten. Ich hoffe, dass sie mich nicht sofort bemerken. Und ich werde jetzt hier einfach meinen Tech-Laser benutzen und dann drücke ich die Taste und es passiert nichts. Das war, ja, das ist ein komisch. Ich drücke hier auf die Taste. Normalerweise müsste ich jetzt aktivieren. Jetzt habe ich aber auch ein dickes Problem. Die haben mich sofort bemerkt. Dabei wollte ich nur ganz kurz rein und dann wieder zurück zu den anderen. Ja, das ist jetzt schon mal scheiße gelaufen. Und ich drücke auf die Taste und ich kann es nicht aktivieren. Wahrscheinlich, weil ich noch am Rendern bin. Da kann ich auf die Taste noch so oft drücken. Jetzt hat er es angenommen. Habt ihr es gesehen? Ja, das ist schon mal schlecht wegen dem Ping und weil ich am Rendern bin und ja. Das ist noch nicht meine Ausrede. Das habe ich mir so nicht vorgestellt. Also ich bin da jetzt nicht hingelaufen, um da zu sterben, sondern einfach nur, weil ich mein Artillerie, mein Airstrike auslösen wollte. Und dann als Artillerie-Mech wieder zu meinen Teams zurückkehre und dann wieder supporte. Aber so war das jetzt mega scheiße gewesen. Super. Freue ich mich ja immer, wenn ich solche Plays hinlege. Aber ich kann nichts dafür. Mein Name ist Hase, ich weiß von nichts. Aber okay, entweder wir gewinnen das oder halt nicht. Also es kann ja nicht sein, dass jetzt das alles nur an einem Spieler liegt. Dass wenn ein Spieler schlecht ist, dass das ganze Team verliert. Das kann es ja auch nicht sein. Und von daher werde ich schon als Artillerie-Mech... Zwar jetzt habe ich auch nicht gut abgeschnitten mit diesen, aber... da kann man ja jetzt nicht die Schuld bei einem Spieler suchen, wenn er jetzt nicht so viel Damage gefahren hat oder vielleicht nicht lange im Spiel mit dabei war. Wie gesagt, es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen und ich sehe schon, dass wir das hier vielleicht verlieren können. Ich weiß nicht, wie viele Gegner jetzt noch da sind, aber ich glaube, dass wir das hier nicht gewinnen können. Ich sehe jetzt auf der Mapkarte 5. Würde mich ja echt überraschen, wenn wir das hier gewinnen können. Würde ich mich wenigstens freuen, dann habe ich ja nicht viel falsch gemacht. Ja. So schaut das aus. Ich mache jetzt einfach mal diese Wette, dass wir das hier verlieren. Ich habe jetzt vorher nicht nachgeschaut, wie viele Spieler jetzt noch da sind, aber das brauche ich auch gar nicht nachschauen, weil ich mache das nach dem Bauchgefühl und so, wie ich das gerade wahrnehme. Und momentan ist meine Wahrnehmung wegen der Pechsträhne vor allen Dingen, dass wir das hier verlieren. Falls nicht, dann ist die Pechsträhne vorbei. Ganz easy erklärt. Ich mache es mir ziemlich einfach. Und bin hier dumm am Labern und ja gut, ich habe mir das heute ein bisschen anders vorgestellt. Ich muss ehrlich zugeben, dass heute nicht so mein Tag ist und das ist übertragbar, das ist sehr ansteckend. Hat einer schlechte Laune, dann haben alle schlechte Laune. Ich kenne das so und nicht anders. Hey. Jetzt echt, wir haben gewonnen. Ja, immerhin, dann ist die Pechsträhne jetzt vorbei. Ab jetzt kann es nicht mehr schlecht laufen. Ab jetzt geht's wieder bergauf. Haben wir doch echt gewonnen. Ich habe echt gedacht, das verlieren wir. Gut, alles klar. Super. 5 Assists. Jo. 34 an Damage gefahren. Das ist mega scheiße. Mein Ping ist bei Ohr, der ist auch hoch. So, ich muss ehrlich zugeben, dass wenn ich jetzt mit jemandem reden würde, fühlt sich das auf jeden Fall besser an, so wie ich jetzt mit einem guten Kollegen zusammen Let's Play oder zusammen gemeinsam auf jeden Fall zocke. Das kann man jetzt auch nicht Let's Play nennen, das ist einfach nur gegeneinander zocken. Bei meinem Zweitkanal, wo ich jetzt Magic Duels Origins zocke und hier bei MechWarrior Online hätte ich es mir auch gewünscht, mit einem sehr guten Kollegen zusammen zu zocken.
oder mit einer guten Freundin und dann Seite an Seite kämpfen, das hätte was. Aber auch mit fremden Leuten, aber so ganz alleine Let's Playen, das ist immer so eine Sache. Und im TS, wenn ich jetzt mit der anderen Stammgruppe unterwegs bin, wo ich jetzt letztes Jahr zum letzten Mal mit denen unterwegs war, fühlt sich das auch gut an, nur ich habe da jetzt nicht gefragt, ob es okay ist, ob ich da ein paar Aufnahmen hier hochladen kann. Deswegen habe ich es gelassen, weil ich die jetzt nicht alle so gut kenne. Aber da werden dann natürlich Anweisungen gemacht und dann weißt du ganz genau, ob die Spieler offensiv vorgehen oder defensiv. Und hier, wo jetzt alle vielleicht sogar eine andere Sprache sprechen oder überwiegend Englisch sprechen, da habe ich schon mal das Problem, dass ich nicht genau weiß, was die jetzt machen, was genau geplant ist. So mit dem Englischwissen, was ich jetzt mir momentan so angeeignet habe, verstehe ich so ein paar Sachen und ein paar Sachen wieder nicht. Na, das ist ganz, ganz komisch. Vor allen Dingen, wenn geschrieben wird, würde ich es wahrscheinlich eher checken, als wenn geredet wird. Das dauert noch, bis ich der englischen Sprache mächtig werde. Aber immerhin im Schriftlichen verstehe ich das eine oder andere. Also sagen wir mal, von den 100% verstehe ich vielleicht 10%. Das ist wirklich nicht viel, das ist sehr, sehr wenig. Aber immerhin 10%, 10% Englischkenntnisse. 10% ist nicht viel, aber so gar kein englisches Wort kennen, das ist jetzt bei mir auch nicht der Fall. Weil es gibt hier auch noch andere Sachen, die auf Englisch sind, womit ich mich auseinandersetze. Was zwar jetzt nicht nichts mit MechWarrior Online zu tun hat, aber es sind halt englische Programme und so. Und da bekommt man das eine oder andere Wort mit und dann lässt man sich das übersetzen und dann weiß man, ah, das ist das und das. Und dann merkt man sich sowas auch über die Zeit. Aber so richtig Englisch lernen, ja, das wird erstmal seine Zeit in Anspruch nehmen, bis ich dann sagen kann, oh, okay, jetzt weiß ich, was die da hier sagen und wie ich jetzt vorgehen soll. Ich sag's mal so, Kommunikation in einem Spiel ist sehr wichtig und am besten ist es natürlich, wenn man kein so gutes Englisch kann oder gar kein Englisch kann, eine Stammgruppe zu finden, wo überwiegend Deutsch gesprochen wird. Muss ich ehrlich an der Stelle sagen. Aber ansonsten macht das Spiel auch alleine sehr viel Spaß. Ich meine, es ist ja auch nicht anders wie jetzt Counter-Strike oder die ganzen anderen Ballerspiele. Man kämpft gegeneinander, nur eben halt mit Mechs. Deswegen, ich kann es halt nicht nachvollziehen, warum das Spiel hier nicht so im Hype ist. Und ich hoffe, dass es in den nächsten Jahren nicht in die Versenkung landet und auf einmal sagen die Publisher, okay, wir werden die Server herunterfahren. Das wäre mega ärgerlich. Für mich jedenfalls. Also ich habe hier schon gut Geld investiert. Aber dafür macht das Spiel auch mir extrem viel Spaß. Ich muss ehrlich zugeben, das hier mit dem Artilleriemech war eine Scheißidee gewesen. Ja, nee, die Spieler sind sehr stark, ne? Also auch hier mit dem Artilleriemech. Ich habe das schon auf der Mapkarte schön mitverfolgt. Auf einmal stehen sie genau da, wo ich stehe. Und meine Leute stehen hier vorne, wo ich jetzt bin. Also, wäre ich da jetzt länger geblieben, dann hätten die mich wieder überrannt. Dann wäre ich wieder der Buhmann gewesen, ja? Buh. Ja. Und schon wieder nur 32 an Damage gefahren. Das ist auch scheiße. Das ist scheiße. Echt, ohne Witz. Finde ich alles andere als toll. Und ja, habe ich mir komplett anders vorgestellt. Ich weiß nicht, mit welchem Mech ich hier am besten abschneide. Ich glaube, da braucht man auch mehrere Plays, wenn man gegen stärkere Gegner spielt. Ich fühle das ja, ich kriege das ja mit, dass das keine schwachen Gegner sind. Bei Quick Plays sind die nicht so stark, als wenn du jetzt Gruppenfights machst. Weil die spielen wahrscheinlich mit einer Stammgruppe. Und da sind Veteranen drin. Und wenn du mit Veteranen spielst, gegen Veteranen spielst, und du bist ein Neueinsteiger, der jetzt gerade mal ein Jahr mit dabei ist, so wie ich, dann wird er nicht mithalten können. Deswegen, ich zocke gerne Just for Fun. Ich bin in einer Stammgruppe mal drinne gewesen, sehr aktiv. Ich kann jederzeit da wieder aktiv drinne sein und Just for Fun mit denen gemeinsam zocken. So, und dann gibt es natürlich Spieler, die natürlich so gut es geht in jedem Play was reißen wollen. Das will ich natürlich auch. Ich zocke ja jetzt nicht so, dass ich immer wieder ins offene Messer reinrennen möchte. Aber ich kann trotzdem nicht unbedingt mithalten. Also auch wenn ich konzentriert spiele,
Ich denke, hat viel mit Anweisungen zu tun. Das habe ich auch gemerkt, als ich mit der Stammgruppe unterwegs war. Da wurde eine Anweisung gemacht, hey, du spielst jetzt gerade einen Linebacker, mach das und das und das, jenes und mach einen Alpha-Strike, dies, jenes, bla bla. Wir spielen jetzt offensiv und dann hat es das gefluppt, ja? Didn't work out. Weil wir alle genau gewusst haben, jetzt, jetzt wird eine Ansage gemacht, so weiß jeder, was das zu tun hat. Und ich wusste genau, was ich machen soll und dann hat das, was geplant war, hat auch dann funktioniert. Hier ist es so, Map. Du weißt nicht, was du machen sollst. Du weißt nicht, was da die Spieler machen aus deinem Team und dann verkackt man so krass wie hier. Okay, ich habe auch einen sehr hohen Ping, ne? Hier jetzt natürlich nicht, aber trotzdem sehr langsam. Hm. So, dann wollen wir mal. Ich muss ehrlich zugeben an der Stelle, dass ich mehr Kommunikation gewohnt bin. Und wenn ich jetzt mit einer Streamerin oder mit einem Streamer zusammen zocke, dann freue ich mich mehr darüber, wenn man im TS reden kann oder auch hier über Voice. Ich weiß nicht, ich könnte das jetzt zwar machen, aber ich wollte wissen, ob sie es mir anbietet. Deswegen ist jetzt leider nichts gekommen. Schade eigentlich darum, aber ist ja nicht schlimm. Vielleicht wird sie ja hier mein Let's Play hier ein bisschen sich anschauen. Vielleicht ist sie auch schüchtern, ich weiß es nicht. Ich kann hier an der Stelle nur sagen, ich hatte mal mit ein paar Kollegen einen anderen Kanal gehabt. Der ist jetzt bereits schon gelöscht, weil es da mal Shitstorm gab. Und da hat jemand aus unserer Gilde Scheiße gebaut und dann hat es uns alle erwischt. Das war halt nicht so toll. Und da wollte ich dann natürlich mit erwähnen, dass Folgendes sich ergeben hat, dass ich dann gesagt habe, okay, ich mache mir hier meinen eigenen YouTube-Kanal und die interessieren sich halt, also meine Kollegen interessieren sich halt nicht für MechWarrior Online, deswegen ist das hier ein Solo-Projekt. Es kann aber durchaus sein, dass auf meinem Zweitkanal mal Gäste mit dabei sind aus meinem Freundeskreis und dass ich da mal mit denen gemeinsam irgendwelche Games zusammen zocke. Aber so einen gemeinsamen Kanal zu haben, den ich dann mit Freunden teile, das mache ich aktuell nicht. Ich bin davon nicht abgeneigt, es kommt aber immer drauf an, mit wem und was für Leute sind da im Hintergrund. Wenn da noch eine große Gilde mit dabei ist, da habe ich schon schlechte Erfahrungen gemacht und deswegen kann ich jetzt schon sagen, dass ich das schon kenne und die Erfahrung schon gemacht habe, mit sehr vielen Menschen bei sehr vielen verschiedenen Games miteinander zu reden. Da ist Kommunikation wird da sehr groß gesprochen oder ist da sehr groß wird da sehr groß geschrieben, so falsch formuliert, und da sind Streamer mit dabei, YouTuber gewesen, allerhand, waren sehr viele mit dabei gewesen, die einen waren bekannt gewesen, die anderen weniger bekannt und deswegen, ich bin es halt nicht anders gewohnt, auch bei anderen Games, die ich gezockt habe, war Kommunikation immer das A und O. Und hier bei MechWarrior Online ist das leider nicht so der Fall. Gut, wenn man jetzt Englisch kann, dann kann man natürlich hier auch miteinander reden. Aber jetzt für Leute, die jetzt nur Deutsch können oder so oder lieber nur auf Deutsch reden wollen, die hätten jetzt hier schon ein paar Probleme. Außer wenn sie jetzt ein Forum, eine Stammgruppe sich raussuchen. Und da haben wir sie auch. Jetzt ist sie vor uns. Und heute oder in diesem Play werde ich sie auf jeden Fall beschützen mit einem Medium-Mech. Ja, das ist schon super. Ich hätte eigentlich den gleichen Mech nehmen sollen wie sie. Oder so einen ähnlichen aus der gleichen Reihe. Vielleicht mache ich das beim nächsten Play. Dass ich auch etwas mehr aushalten kann. Oder ich nehme einfach einen Mech, der mit 91 Skillpunkten belegt ist. Timberwolf mit 91 Skillpunkten habe ich auch. Die Mechs, die ich jetzt hier aktuell alle nehme, sind noch nicht mal ansatzweise so weit hoch, deswegen keine hohe Panzerung und dann auch noch mit einem Medium-Mech unterwegs, war vielleicht jetzt nicht unbedingt die beste Idee gewesen, aber ich werde wie ein Ritter in ihrer Nähe bleiben und sie beschützen mit einem Medium-Mech. So, dann wollen wir mal. Hallöche, oh, das war keine Absicht. Ja, ist einfach in mein Feuer reingerannt. Eieieiei. Das habe ich mir schon fast gedacht, das hätte ich wissen sollen. Und schon ist der Arm ab. Wupp. Und dann ist der Arm weg. Ja, so viel zum Thema Beschützen. Sie ist vor mir und ich kann nichts machen. Aber ich versuche echt mein Bestes. Ich werde so lange hier stehen und ja, solange ich es halt überlebe. Aber ich werde auf jeden Fall jetzt mal in ihrer Nähe bleiben. Damit man auch weiß, ah, da ist die Streamerin mit ihrem Mech unterwegs. Hinten auch schon die Aufschrift gelesen, Kate oder Kat. Wieso komme ich immer auf Kate? Ich möchte immer gerne Kate sagen.
Vielleicht darf ich ja diesen Spitznamen ihr geben. Ja, gut. Da oben ist auch noch einer. Und ich habe ehrlich gesagt ein ziemlich schlechtes Gefühl dabei, wenn ich jetzt versuche, aus der Position heraus sehr offensiv vorzugehen. Ich könnte jetzt nach vorne jumpen und dann noch meinen Flammenwerfer aktivieren. Und Jumpjets habe ich ja natürlich auch. Aber dann bin ich schneller aus dem Spiel raus, als mir lieb ist. Deswegen, ich versuche hier jetzt so lange zu überleben, wie es geht. So viel Damage über Zeit rauszubringen, wie es geht. Und alles, was hier in der Nähe ist, abzuschießen. Aber auch so, dass ich mich hier verschanzen kann. Weil ich habe hier keine hohe Panzerung. Das kann man nicht erwarten, dass ich jetzt hier super gut abschneide. Aber ich möchte auch nicht, dass sie vor mir jetzt hier abgeschossen wird. Weil irgendwie möchte ich schon sie beschützen. Hätte ich jetzt einen Assault-Mech, dann könnte ich für sie ja ein bisschen tanken. Jetzt muss sie mit einem Heavy-Mech hier versuchen zu tanken. Sie macht schon ordentlich Schaden. Ich weiß jetzt nur nicht, ob sie LRM-Raketen drin hat oder nicht. Falls sie SRM mit drin eingebaut hat in diesem Mech, dann macht sie schon... Ja, ist dann schon eine Damage-Dealerin. So von der Klasse her. Und mir geht es einfach nur darum, dass wenn ich jetzt mit ihr Seite an Seite kämpfe, dass sie nicht sofort hier rausgenommen wird von irgendwelchen Spielern. Das ist mir schon wichtig. So. Na hoppala, da ist genau einer hinter mir und ich krieg's nicht mit. Shadow of Cat, ne? Jo. Haben die ECM? Ich weiß es gar nicht. Ich habe das nicht mitbekommen. Auf dem Radar wurde er mir jedenfalls nicht angezeigt. Vielleicht durch die Skillpunkte. Ich weiß es nicht. Das ist schon ein bisschen krass, dass ich das gerade überhaupt nicht mitbekommen habe. Es gibt diesen Skillpunkt, dass wenn man still steht und die anderen sich bewegen, dann wird das auf dem Radar angezeigt. Und darauf zu skillen ist bei dem einen oder anderen Mech nicht schlecht und nicht verkehrt, wenn man mit diesen auch sehr oft stehen bleibt. Oder in so einer Situation gerade ist, wo man nicht viel Bewegung hat. Also ich muss schon ehrlich zugeben, ups, ich habe sie gerade getroffen, das war keine Absicht gewesen. Ich muss schon ehrlich sagen, ich hoffe, dass sie noch ein bisschen aushält. Ich muss ehrlich sagen, dass wir das hier nicht gewinnen können. Sehr, sehr unwahrscheinlich. Und sie wird jetzt hier fokussiert, ich weiß nicht, ob sie jetzt schon draußen ist. Ich versuche den einen oder anderen dazu zu bringen, dass ich da angevisiert wird. Also sie ist schon, ja. Sie ist nicht mehr da und ich bin jetzt auch raus. Boom, schade. Schade, Marmelade, wurde nix und wieder ein Play verkackt. Also heute ist schon wieder echt so eine Pechsträhne. Gut, ich weiß nicht, ob jetzt noch ein weiteres Play kommen wird. Ich meine, sie hat irgendwas gemeint, bis 21 Uhr ist sie maximal da. Ich habe jetzt gerade so gar keine Ahnung, wie viel Uhr wir jetzt haben. Und die AFK-Spieler. Ja, natürlich, das sind die Besten. Ich liebe sie. Ich würde die... Lassen wir das. Ja, aber auch jetzt mit diesem einen AFK-Spieler hätten wir das hier auf jeden Fall nicht gewinnen können. Aber generell AFK-Spieler, das ist so ein bisschen No-Go. Normalerweise könnten sie, wenn sie wollten, wieder ins Spiel rein. Aber der ist ja jetzt schon die ganze Zeit nicht aktiv. Und da kann man jetzt schon mal vermuten, dass er einfach gesagt hat, nö, ich habe keinen Bock. Oder aber er wollte wieder rein, aber... Es ging einfach nicht. Jetzt ist da einfach ein leerer Pilot drin und ich weiß nicht, ich sehe das mal so zwiegespalten. Soll ich die Leute jetzt melden oder nicht? Ich habe aber gerade gesehen, wie viele da überlebt haben, deswegen werde ich ihn jetzt nicht melden. Ich bin mal so sozial. Wie gesagt, ich bin nicht jemand, der sich so schnell aufregt. Ich bin ja auch kein Choleriker, aber... Wenn, sagen wir es mal so, die Ausgangssituation wirklich nur noch ein Mech wäre und dieser ist AFK, dann würde ich mich schon eher darüber aufregen, ja. Dass dieser dann AFK ist und wir mit diesem einen Spieler hätten vielleicht gewinnen können. Ja, schon mehr, das ist schon mehr ärgerlich. Auch schon gehabt. So, Ende im Gelände, finito. Ja, geschrieben habe ich laut Drehbuch, wenn wir das hier gewinnen. Daraus wurde nichts. Gut. Ja. Meine Performance war mega kacke gewesen, würde Dieter Bohlen sagen. 44 an Damage. Das kann man nicht jedem zeigen. Ich lösche die Aufnahme am besten.
So, jetzt kommt noch ein Fazit-Video, weil ich habe ihr Twitch-Kanal mir noch ein bisschen angeschaut und jetzt ohne Witz, ist auch nicht böse gemeint, aber ich habe gesagt, dass ich noch so eine Art Fazit-Video mache und bei der Streamerin Kate Baran, ich sag lieber jetzt Kat Baran, sonst kriege ich da auch noch einen auf den Deckel. Ja, ich fand das halt nicht gut wegen der Kommunikation, ne? Weil ich habe 40 Minuten gewartet und sie meinte so, ja, ich lade dich dann ein, wenn die vier Leute da sind. Und dann ist sie da mit denen schon am Zocken und ich warte hier und trinke hier meinen Kaffee genüsslich und warte, habe die Zeit nicht so im Kopf. Und die meldet sich nicht, die schreibt mir nicht und dann schreibe ich sie nochmal und dann ladet sie mich ein. Das ist wiederum jetzt gut gewesen. Wir haben jetzt hier in einem Stück hier ein Play nach dem anderen gemacht. Und dann wurde ich irgendwie aus der Gruppe rausgekickt. Ich habe erstmal so gedacht, ja, okay, die Gruppe hat sich aufgelöst. Vielleicht machen sie heute ein bisschen früher Schluss. Gefühlt irgendwas bei 20 Uhr oder so. Ich weiß es nicht mehr genau. Aber sie hat in diesem Zeitraum mit denen weitergesorgt. Jetzt hier, nachdem hier der Atlas hier AFK gegangen ist, danach haben die hier noch weitergesorgt und ich wurde in der Zeit aus der Gruppe rausgekickt. Und dann wurde gesagt, ja, wegen der schlechten Verbindung, ne? Aber sie hat ja gesorgt. Ich weiß jetzt nicht, ob sie mit denen zusammengesorgt hat, aber ich habe gerade kurz so ein bisschen geskippt und gesehen, dass sie weitergesorgt hat. Sie hätte ja was schreiben können. Das ist ein bisschen nicht bös gemeinte Kritik, aber ist auf jeden Fall Kritik da. Da hätte ich es mir schon eher gewünscht, dass wenn ich mit jemandem zocke, vollkommen egal wer das ist, dass da die Kommunikation da ist, dass man weiß, was Sache ist, dass man da nicht irgendwie lange warten muss. Und egal wer das ist, Mann oder Frau, und wenn es Mangeras ist, ich habe mit denen noch nicht zusammen gezockt, aber ich habe den auch in meiner Liste, dann ist Kommunikation wichtig. Dass wenn jemand sagt, ich bin kurz AFK, dass das kurz geschrieben wird. Oder wenn ich irgendwas falsch mache und deswegen aus der Gruppe rausfliege, weil ich so wenig Damage gemacht habe oder aus welchem Grund auch immer, dass das einmal kurz angekündigt wird, dass man kurz sagt, hey, wir wollen heute ein paar bessere Plays haben, deswegen bist du heute nicht mit dabei, aber ist nicht böse gemeint dir gegenüber. Dann ist das voll cool. Aber so gar nichts schreiben und dann ist man aus der Gruppe raus und dann zocken die da weiter. Das ist uncool, das ist halt nicht so toll. Habe ich schon sehr oft gehabt bei anderen Games, aber ich bin es so nicht gewohnt. Also wenn ich jetzt sage, okay, heute möchte ich so und so und so zocken und vorgehen, dann schreibe ich einmal ganz kurz, wie wäre es, wollen wir morgen zocken oder wie schaut es aus? Können wir dich kurz aus der Gruppe rausnehmen und wir können vielleicht danach nochmal zocken? Also auf jeden Fall Kommunikation, das ist das Stichwort, ist sehr wichtig. Und machen sehr wenige. Ja, es gibt immer Leute, die sagen gar nichts und du weißt gar nicht, was jetzt Sache ist. Du wartest und wartest und bekommst gar keine Antwort. Das ist schlecht. Ne? Ich weiß nicht, ob sie sich das hier anschaut bis zum Ende. Ich denke eher nicht. Sie wird auch sehr beschäftigt sein. Sie hat jetzt ihr Place da gesockt. Ist so gesehen auch ein bisschen Werbung für sie. Aber das ist das sind so Sachen, die ich halt nicht so toll finde. Das nimmt den Spielspaß und daran entscheide ich ja auch selbst, mit wem ich aktiver zocken möchte, mehr gemeinsam zocken möchte, weil es mehr Spaß macht. Es geht ja nicht darum, wie bekannt jemand ist. Es könnte sogar Gronkh sein, ja. Was bringt mir das, wenn ich mit einem Gronkh zusammenspiele und da ist keine Kommunikation, weißt du? Der sagt mir gar nicht, was er gerade macht. Und ich warte hier 40 Minuten und habe auch gerade gar nicht so auf die Uhr geschaut und warte fast 2 Stunden. Und der zockt die ganze Zeit und lässt mich hier so warten. Das geht nicht. Das ist total uncool. Würde ich niemals machen bei meinen Freunden. Auch nicht bei Leuten, die ich jetzt nicht kenne. Aber sowas mache ich nicht. Also auch jetzt in einer Stammgruppe sage ich, ey Leute, ich bin kurz AFK und dies und jenes. Aber ich melde mich ab und Kommunikation ist vorhanden. Weil ich dann es wichtig empfinde, dass die wissen, was ich gerade mache, dass die nicht auf mich warten müssen und gerade gar nicht wissen, ob ich da bin oder nicht. Das habe ich schon in so vielen Spielen gesehen und ich finde das immer so uncool. Ja, ich finde das halt nicht toll. Ich will jetzt nicht sagen, das ist respektlos, aber es ist auf jeden Fall uncool. Na, vielleicht kann die Person ja nichts dafür oder weiß das gerade nicht und macht sich das in diesem Moment gar nicht bewusst, dass da jemand auf sie wartet oder dass mehrere Leute da auf jemanden warten. Hätte man anders machen können. Deswegen, ich kann es
jeden Menschen hier nur ans Herz legen, mehr Kommunikation. Und wie gesagt, ich bin jetzt nicht böse auf sie, aber ich würde mich mega freuen, wenn es nicht nur bei diesem einen Play bleibt und dass dann beim nächsten Mal mehr Kommunikation da ist. Ich werde sie mal fragen, ob sie sich die Zeit nimmt, das hier mal sich anzuschauen. Würde ich mich mega darüber freuen. Und ja, in dem Sinne, haut rein, bis zum nächsten Video. Peace, ich bin hier raus und demnächst wird es hier auch wieder mehr Plays geben. Und vor allem Dingen werde ich für sie auch ein bisschen Werbung machen, dadurch, dass ich sie jetzt hier mit erwähne. Und vielleicht bringt es ihr was, ich würde es mir echt wünschen. Und vielleicht macht sie ja auch wieder mehr deutschen Content. Also sie spricht auf ihrem Twitch-Kanal nicht überwiegend nur Englisch, aber es hat sich halt so ergeben, weil nicht so viele aus der deutschen Community jetzt ihr zugeschaut haben bei Twitch. Und so gesehen ist jetzt von meiner Seite aus auch irgendwo nett gemeint, dass ich ihr da ein bisschen helfe mit dem, was geht. Ne? Also man kann da auf jeden Fall was machen. Also ich kann mir gut vorstellen, dass da mehr Leute sich das anschauen können. Aber ich habe eher so die Vermutung, dass sie halt nicht gefunden wird. Es gibt da ja einige Kanäle, wo man vielleicht sich das mal anschauen kann, wie man besser gefunden wird auf YouTube oder auf Twitch. Da gibt es zahlreiche Tutorials, die man sich anschauen kann. Und da gibt es schon mal mehr Aufrufe. Also wenn ich jetzt meinen YouTube-Kanal vergleiche mit ihrem YouTube-Kanal, ich weiß, sie ist auf Twitch mehr unterwegs, aber mein Kanal hat in diesem Zeitraum irgendwas bei 3000 noch was an Aufrufen und sie hat da irgendwas bei 900. Und wenn sie da ein bisschen Auge wirft bei den Tags und der Beschreibung, dass der VidIQ ein bisschen hoch geht und nicht im roten Bereich steht, dann wird sie mehr Aufrufe generieren, auch für ihren Twitch-Kanal. Deswegen helfe ich ihr ein bisschen. Ich denke, da gibt es auch Tipps und Tricks für den Twitch-Kanal. Und ja, mal schauen. Es muss sich natürlich auch irgendwo für mich lohnen. Eine Person, die mit mir gerne zusammen zockt, da helfe ich auch gerne. Ja, ich bin halt sehr kontaktfreudig. Und wenn ich jemanden sympathisch finde, dann versuche ich natürlich auch irgendwie mit der Person in Kontakt zu kommen. Aber wenn ich merke, keine Kommunikation ist da und vielleicht bin ich auch, vielleicht mag man mich auch nicht oder ich bin unerwünscht, dann halte ich natürlich auch wieder Abstand von der Person. Aber gut, diese Aktion war halt nett gemeint und würde ich bei jedem anderen Menschen auch machen, wo ich merke, okay, ist mir sympathisch oder so, dann mache ich Werbung. Wenn ich das Gefühl habe, das wäre jetzt nicht verkehrt, weil die Person vielleicht selber nicht gerade gut gefunden wird. Also ihre Videos, die sie jetzt bei YouTube hochgeladen hat, die habe ich nicht so auf Anhieb gefunden. Purer Zufall, dass ich sie entdeckt habe. Das war noch die Zeit, wo sie mehr auf Deutsch, ihren deutschen Content da geführt hat. Die Videos habe ich mir auch alle angeschaut, waren super klasse gewesen. Aber die Aufrufe waren sehr gering. Sogar ich habe mehr Aufrufe auf diesem Kanal gemacht als die. Und deswegen könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Und jetzt bin ich hier raus. Haut rein, tschüss und peace.